Liebe GBD-Fans, zum ersten Interview in der Saison 2017-2018 haben wir hier heute ein neues Gesicht vor unserer GBD-Kamera, obwohl Frank von Behr natürlich schon alter Grün-Weißer ist und schon seit einigen Monaten als sportlicher Leiter für uns arbeitet. Hallo Frank. Hallo Anke. Frank, ich habe es jetzt gerade gesagt, du bist schon seit Beginn des Jahres für GWD aktiv als sportlicher Leiter. Eine deiner ersten Aufgaben war es natürlich, das Gesicht der neuen Mannschaft zu formen. Du hast dich von einigen Spielern getrennt, wahrscheinlich auch trennen müssen, hast einige neue Spieler verpflichtet. Sind das jetzt alles von Bärenwunschkandidaten, die du da geholt hast? Das sind Frank Carstens und von Bärenwunschkandidaten, so kann man sagen. Also uns waren zwei Sachen wichtig. Zum einen wollten wir auf die Spezialisten verzichten. Das ist ganz einfach. Wir haben in der letzten Saison extrem viele Gegenstöße bekommen und nicht so viele erzielt. Das ist ganz einfach. Das liegt natürlich an unseren Spezialisten wechseln. Wir hatten ja im Grunde genommen immer zwei mindestens. Das heißt, wir wollten an unserem Umschaltspiel arbeiten. Das heißt, wir brauchten komplette Spieler und wir hatten nun die Chance, da etwas zu verändern. Das war die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings auch die, dass wir auch wirtschaftliche Zwänge hatten. Durch die Rückkehr von Nenad Bilbia haben wir auf der Rückraum-Linksposition jetzt eine Variante mehr. Allerdings hat uns das auch in unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten jetzt begrenzt, sodass es also zwei Faktoren waren, die dazu geführt haben, dass wir unseren Kader verkleinern mussten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich Wunsch gewesen, komplette Spieler zu holen, damit wir einfach attraktiver, schneller spielen können. Und ich glaube, das ist uns mit unseren Personalien gelungen. Okay, die Kaderplanung ist abgeschlossen. Als sportlicher Leiter arbeitest du jetzt aber auch weiterhin sehr nah an der Mannschaft, viel mit den Jungs zusammen. Was sind die Dinge gerade jetzt in der Vorbereitung, mit denen du dich da beschäftigst? Ich versuche schon Akzente zu setzen. Frank ist natürlich für die Trainingsarbeit verantwortlich. Ich begleite ihn. Ich bin Sparringpartner für ihn, wenn man so will. Wir sprechen häufig über Einheiten, über einzelne Spieler. Ich spreche mit Spielern, was ich von ihnen erwarte. Das sind Einzelgespräche, das dauert auch mal etwas länger. Zum anderen versuche ich auch Akzente zu setzen, wie zum Beispiel jetzt mit Dr. Ulrich Konradi, denn bei unserem kleinen Kader geht es auch darum, die Regeneration zu verbessern, zu optimieren. Das heißt, um besser zu werden, müssen wir natürlich mehr trainieren. Damit wir uns keine Verletzungen einhandeln, müssen die Jungs aber optimal ausgeruht sein. Und dafür habe ich dieses Neurocoaching, halte ich für eine sehr gute Sache. Das habe ich auch selber ausprobiert. Ja, 2007 war das mit der Nationalmannschaft, also der ist schon lange mit dem Spitzensport dabei, begleitet sehr viele Sportarten, sehr viele Weltklasseathleten und ich glaube, dass das ein Puzzlestück ist, unsere Mannschaft ja, zu verbessern und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Ja, Neurocoaching, das Stichwort, kannst du das unseren Zuschauern, Zuhörern gerade nochmal kurz erklären? Das ist schwierig, also ich meine, ich habe es ja in Gänze durchdrungen, aber das zu erklären ist schwierig, es geht um biologische Prozesse im Gehirn, was da eigentlich passiert. Es geht um Stress, wie jeder einzelne Spieler Stress verarbeitet bzw. verarbeiten kann. Ziel ist es natürlich, dass er zu jedem neuen Training fit und ausgeruht ist und fällt dem einen oder anderen schwerer. Das heißt, da müssen wir zusätzlich noch regenerativ arbeiten. Was bedeutet das überhaupt? In welchem Bereich muss er dann arbeiten? In welchem Pulsbereich? Das alles haben wir untersucht und im Rahmen eines kleinen Trainingslagers hier in Minden haben wir eine Woche lang das ausprobiert bzw. diese Messwerte genommen. Zusätzlich hat jeder Spieler diese 10 Musikeinheiten bekommen, damit das System, mit meinen Worten ganz einfach ausgedrückt, besser funktioniert und die Spieler Stress besser verarbeiten können. Das ist jetzt erstmal eine einmalige Sache, allerdings zehren sie von dieser Therapie bis zu 5 Jahren, hängt natürlich davon ab, wie viel Stress sie haben, aber ich verspreche mir davon einiges und diese Basis haben wir jetzt erstmal gelegt und jetzt geht es darum zu gucken, ob jeder einzelne Spieler auch wirklich die Hilfen, die er jetzt an die Hand bekommen hat, dass die gut funktionieren und dass die Spieler letztendlich besser funktionieren. Okay, kleiner Themenwechsel. Mediengeschichte. Du bist auch ein erfahrener Mann in der Medienwelt. Da hat es jetzt in den letzten Wochen und Monaten relativ viele Diskussionen gegeben um den neuen Fernsehvertrag. Ich sag mal, neue Anwurfzeiten sind da das Stichwort. Aus deiner Sicht, was sind jetzt die Dinge, von denen der Handball im Allgemeinen und natürlich auch GWD im Besonderen bei dieser Zusammenarbeit mit Sky profitieren kann?
Und dann zum einen wird unsere Sportart auf Hochglanz poliert. Also wir werden ein ganz anderes Produkt sehen. Wir haben die Chance jetzt etwas Gutes aufzubauen. Natürlich gibt es auch Risiken wie die neuen Anwurfzeiten, 12.30 Uhr sonntags. Ich sehe das Ganze allerdings sehr optimistisch. Ich glaube, wir sind alle Gewohnheitstiere und wenn man sich erstmal an die Uhrzeit gewöhnt, 12.30 Uhr, dann kann das auch stark werden. Dazu die Konferenzschaltung ist natürlich sehr interessant. Sky wird eine unglaubliche Nähe zu der Sportart, zu den Spielern, zu den Vereinen kreieren, werden unheimlich viel produzieren. Das ist eine Riesenchance für uns und die sollten wir nutzen. Das andere ist natürlich, dass gerade Vereine wie GWD Minden davon profitieren, weil wir früher in den letzten 10 Jahren eigentlich kaum im Fernsehen gezeigt worden sind und jetzt wird jedes Spiel produziert. Wir haben also eine ganz andere Möglichkeit, uns zu präsentieren, unsere Sponsoren zu präsentieren und das ist einfach mal Grundlage dafür, die Sportart voranzutreiben und uns als Marke auch voranzutreiben. Okay, Frank, vielen Dank für deine Antworten. An unsere Fans nochmal der Hinweis auf den ersten Auftritt unserer Mannschaft hier in Minden. Am Samstag beim Sportmenü in Dankhasen. Das Sportmenü gibt es diesmal mit einer kleinen Vorspeise. Die serviert uns die zweite Mannschaft, die spielt nämlich um 14 Uhr in der Sporthalle an der Ullastraße gegen die HSG Großburg-Wirdl. Da haben wir dann Wiedersehen mit Florian Freitag und Artjom Antonovic. Der Eintritt zu diesem Spiel ist frei. Um 17 Uhr dann das Spiel unserer ersten Mannschaft gegen den Zweitliga-Aussteiger aus Hildesheim. Dazu viele Interviews, Informationen rund um die neue Mannschaft, um die neuen Spieler. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wird ein interessanter Nachmittag, denke ich. Kommt vorbei, schaut es euch an. Wir freuen uns auf euch.